Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Ist der Herr über alles.
Lass nicht ab vom Werk deiner Hände.
was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir. Das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbar. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Thank you.
Lasst uns beten zu unserem Gott und Vater, der am heutigen Tag durch seinen Engel, der Jungfrau Maria, die Heilsbotschaft verkündet hat. Herr, schenke uns deine Gnade. Herr, schenke uns deine Gnade. Du hast die Jungfrau Maria auserwählt, die Mutter deines Sohnes zu werden. Erbarme dich aller Menschen, die auf die Erlösung warten. Herr, schenke uns deine Gnade. Durch den Engel Gabriel hast du den König angekündigt, dessen Reich kein Ende hat. Schenke der ganzen Welt seinen Frieden. Herr, schenke uns deine Gnade. Maria hat dein göttliches Wort vom Heiligen Geist empfangen. Mache alle Menschen bereit, Christus aufzunehmen. Herr, schenke uns deine Gnade. Du hast herabgeschaut auf deine niedrige Magd. Richte auf, die sich gerade in diesen Tagen unserem fürbittenden Gebet anvertrauen. Herr, schenke uns deine Gnade. Du bist die Quelle des Lebens. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria schenke Bruder Innocent von Akbang, unseren Bischof Viktor Josef, unseren Pater Timo, Pater Peter von Inkermana, Pater Willigis von Münster-Schwarzach und allen unseren Verstorbenen das ewige Leben. Herr, schenke uns deine Gnade. Gedenke unser Herr, wenn du mit deinem Reich kommst, und lass uns heute beten, wie du einst deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden. Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Mache uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch und sie zu Hause, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.